Hey Leute, ich bin's Bernd. Willkommen zurück bei Bernds Serker. Heute nochmal Lost Place Tour mit unterwegs mit Thomas Grüß euch. Und Daniel von Urbex Inc. Ja, das ist ein altes Haus. Ich glaube, das ist ein Tante-Emma-Laden oder sowas könnte das sein. Ne? So ein Verkaufsladen ist das, glaube ich. Ja, da werden wir jetzt mal reingehen und mal gucken, was uns da erwartet. Viel Spaß dabei. So Leute. Auf jeden Fall jede Menge Geschirr hier noch übrig. Putzutensilien. Ja, genau, riecht wie eine Parfümerie. Auf jeden Fall. Ja, was heißt aufteilen? Hier ist ja nicht so viel. Hier sind alles so Einmachgläser. Ich meine, man sieht es ja auch, muss ich ja jetzt nicht alles im Detail erklären. Oh, da sind jede Menge Kronkorken drin. Ich bin hier in irgendeine Suppe reingetreten. Lecker. So. Da müssen noch Familienfotos. Da müsste ich hier natürlich aufpassen, dass direkt die Hauptstraße. Und natürlich nicht gesehen werden. Oh, das ist so ein Keller, Thomas. Ja, das ist tatsächlich so ein Tante-Emma-Laden. Ich guck mal, wie viele Nägel hier auf dem Boden liegen. Ja, wie Thomas schon sagt, hier riecht es stark, streng. Urin oder so. Oh ja, jede Menge Plastikbesteck hier noch. Kannst wahrscheinlich jetzt noch einen Reibach mitmachen. Strom über alles hier. Ja, die Kühlboxen. Ach hier, das ist Badeöl hier überall. Ja, hier seht ihr die. Hier standen die Waren zum Verkauf. Ja. Ja, noch so alte Flaschen hier. Ah, hier haben wir noch die Preise sogar. 35, keine Ahnung, was es ist. Eine Währung, kann ich nicht genau sagen. Auf jeden Fall Teller gibt es hier. Ja, man sieht es ja, ne? Wenn ich so eine Einkaufstour hier starten will. Was haben wir hier? Oh, wow, wow, das sieht aber auch schon echt eklig aus. Was haben wir hier noch? Jahrbuch von 1990. Boah, das riecht schon nicht angenehm. Also ihr könnt echt froh sein, dass ihr das nicht riecht. Kinderspielzeug. Flaschen. Ja, ich denke mal, das wurde auch hier irgendwie als Lager genutzt von dem Menschen, der hier diesen Tante Emma Laden betrieben hat. Also Tante Emma, ich weiß gar nicht, wo der Begriff Tante Emma jetzt herkommt, genau. Aber so ein Krämerladen halt, ne? So ein Laden im Dorf, wo man so all Mögliches bekommt, so für den täglichen Bedarf. Jetzt nichts Wildes, das ist nicht mit Amazon oder so zu vergleichen. Ja. Seht ihr hier die, da schon ein paar Thermoskannen und so. Ein Bierdeckel. Ah, da oben waren bestimmt Modellautos oder sowas. Oder Modelldinger, die mitgenommen wurden. Ja, die Pflanzen haben die beste Zeit auch hinter sich. Da geht gar nichts mehr. Irgendwelche Etuis und so. Backgammon. Ja, hier Thermoskannen. Oh, wir haben hier noch was zu essen. Tomatensuppe. Meinst du, ist die noch haltbar? Ja. 2012. Ja.
Ist schon 10 Jahre abgelaufen. Kannst du dir noch schmecken lassen, in jedem Fall. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall krass, ne? Müssen so ein bisschen mal aufpassen hier mit den. Ne, da kann man nach draußen gucken. Das heißt, man kann auch nach innen gucken. Nägel hier. Ja, und hier war dann quasi die Ausgabekasse oder so. Ja, gehen wir mal weiter. Gucken. Schöner alter Fitnesstrainer hier. Super Fahrrad. Oh, über 3000 Kilometer drauf. Ja. Guck mal hier. Oh, was hast du denn da schön? Also ich glaube, der Mann hatte irgendwas am Kopf, der Mann, die Frau, wie auch immer. Ich kenne mich damit nicht aus. Wenn jemand weiß, hat mir jetzt, also klar, das ist ein Gehirn, das ist schon klar. Aber ob man auch irgendwas erkennt, wer es weiß, kannst du gerne mal in die Kommentare schreiben. Ich gehe mal nach oben, guck mal, was hier oben noch so ist. Das ist wohl das Schlafzimmer. Oh, der Boden. Da sind noch die Hemden und alles. Ein schönes, kleines, altes Häuslein. Ich glaube, hier wurde schon einmal komplett alles durchwühlt. So kleine Räume hier. Und es ist staubsauger. Schlafzimmer. Da geht's aber noch her. Oh, das riecht aber auch muffig. Ja, das sind die Klamotten auf jeden Fall. Man sieht es hier noch. Und es geht sogar noch höher. Das ist wie ein Speicher. Dann können wir mal kurz gucken, ob wir da was sehen. Hoffentlich nichts Schlimmes. Das ist doch immer der Moment im Horrorfilm. Oh, da ist er. Das ist ein alter Kinderwagen. Krass. Ja, das ist schon krass. Da oben ist so eine Waage. Also ich gehe jetzt da jetzt nicht weiter drauf. Ich weiß ja nicht, wie haltbar das hier alles noch ist. Ja, das sieht halt hier auch schon ein bisschen notdurchgestützt aus. Ja, gehen wir mal. Ah, die Treppe ist halt auch winzig. Wenn ihr das mal seht hier. Fuß. Ja. Hast du gesehen? Was denn? Ja. Oh. Nee, ich weiß nicht, ob das hier reingehört. Nee, nicht so ganz, ne? Sexspielzeug. Ja. 250.000, 260.000 Euro zum Schluss am Konto. Echt? Ja.
Bestandsergänge 70.000, 60.000, 30.000, 50.000. Der Mann, der hier gelebt hat? Ja. Ach, was? Die ganze Kompostzelle. Ich habe es erwähnt. Wenn ich hier gelebt habe, würde ich nicht mehr. Das sind 2.000. Hier zum Schluss, hier hatte der noch 122.000 am Konto. Ja, 219.000 plus. Was? Das ist Stahl. Ist da oben was? Ja. Kannst du mal gucken. Schon krass, ne? Die Bücher, die hier so zurückgelassen wurden. Oh, schöner Sessel. Das Service. Ja, gut. Ne, einige Leute, sagen wir, die jetzt nichts mit Urbex vielleicht am Hut haben, die durchsuchen hier natürlich alles. Und alles, was noch von Wert ist, wird dann da ja, mitgenommen, ne? Leider. Ihr seht ja, ist ja alles verwüstet, ist alles durchsucht worden. Ob der hier noch irgendwo Bargeld hat oder so. Ja. Und traurig eigentlich ist das Ganze. Urlaubsfotos noch. So, sollen wir mal gucken im Keller. Auf dem Dachboden können wir mal im Keller gucken. Ne? Oh, da ist ein Loch. Oh, ich mich bücken. Oh, Triggerreifen. Ne? Coole Gefäße hier, ne? Das finde ich. Eingemachtes. Ich weiß nicht, das Oliven oder was ist das? Keine Ahnung. Ja, ist halt ein kleines Haus. Mit so einem kleinen Krämerladen, ne? Aber ist ja auch mal was Interessantes vielleicht. Ah ja, Badezimmer noch. Alles verwüstet. Ja, schon traurig, dass das dann so verwüstet wird. Da liegen noch Briefe von dem Herrn wohl. Alte Seife. Ja, ich will jetzt aber jetzt nicht, dass der Mann vielleicht nicht mehr lebt oder so, aber das persönliche Hab und Gut hier durchsuchen, das gehört sich nicht. Warst du schon im Keller? Nein. Ja, steht noch ein alter Panasonic-Fernseher. Das ist überprogrammiert nach Fuß. Ich denke, das werden schon viel gemacht haben, die gesucht. Ja, so wie das hier aussieht, wird das der ein oder andere schon auf jeden Fall durchsucht haben nach Geld oder so. Der wird bestimmt was versteckt haben. Früher sind das die alten Leute. Ja, aber wenn du sagst, auf dem Konto. Da war so viel. Ja, hier auch die Pillen wahrscheinlich.
wie das nun so ist im Alter, hat man ja verschiedene Leiden. Na klar, ist natürlich, wenn das sich so einige Jahre hier so liegt, dann verkommt das halt richtig, ne? Hier hat die Tabletten noch. Ja, ist krass, wie das hier so einfach die Sachen, ich sag mal, sich selbst überlassen werden, ne? Dass da sich keiner darum kümmert, dass das einfach so zurückgelassen wird und nur. Ist halt so. Gucken wir mal hier. Oh, da geht's auch noch hoch, aber Leute, nehmt's mir nicht übel. Es sieht hier alles andere als stabil aus. Oh, das ist ein altes Schätzchen. Schöner Kühlschrank. Da geht's noch weiter irgendwie. Aber. Ja, ich denke mal, das wurde hier auch echt nur so zum Lagern von irgendwelchen Sachen genutzt. Ne? Also da muss ich jetzt nicht hoch. Ganz ehrlich. Das sieht mir zu gefährlich aus. Da bin ich lieber vorsichtig. Oh. Die Toilette draußen. Ja, so war das früher. Krass. So, jetzt haben wir hier noch. Mal Kühltruhen. Ah, das war ein Stall. Oh, ich meine, man sieht es ja auch, aber man riecht es. Puh. Hier riecht es nach Fäkalien. Aber frag nicht nach Sonnenschein. Puh. Ja gut, da muss ich jetzt aber nicht noch wortwörtlich aus im Dung wühlen. Vögel hat er wohl auch gezüchtet. Ja, diese Holztreppen gehe ich jetzt mal nicht hoch. Ich meine, da oben wird wahrscheinlich eh nichts sein, außer irgendwas, was ja, da gelagert wurde. Jetzt aber wohl auch schon gebrannt. Mal kurz hier reingucken. Okay. Ja, hier sind noch ein paar Möbel. Deponiert, Leitern angeschlossen. Jetzt wahrscheinlich keiner mitnimmt. Okay. Ist das hier zum Mühlen oder was? Oh. Hier stehen noch alte Geräte. Zementmischer. Das Wagenrad. Ein schönes Wagenrad hier. Eine alte Bütte. So eine Waschbütte hier. Was haben wir denn da noch? Oh, na, ihr seht's, deswegen gehe ich nicht da hoch. Ich gehe jetzt auch nicht unbedingt da drunter, aber ich will mal kurz noch in die Ecke gucken. Ah, da geht's vom Stall weiter, okay. Ja. Gucken, was wir hier noch haben. Okay. Es ist halt nicht mehr so viel. Ich meine, man muss halt auch ein bisschen aufpassen, ne? Weil es sind hier direkt nebenan Wohnhäuser. Und man will ja auch nicht auffallen. Ne? Ja, alte Jacke, Pullover.
Ja, schön interessant, wie man sich in seiner Vorstellungskraft halt das ja, vorstellen kann, wie man hier früher gearbeitet hat, dass alles noch schön in Schuss war, Tag ein, Tag aus, die Leute hier beliefert hat mit Waren für den täglichen Gebrauch. Ja, es ist schade, dass es dann so zerfällt alles, sich wirklich keiner drum kümmert. Naja. Macht man nichts dran. Ne? So Leute, ja, kleines, aber vielleicht feines Lost Place. Muss ja nicht immer extrem lang sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, Thomas von Unterwegs mit Thomas. War super heute. Echt schöner Tag. Daniel, mega, auf jeden Fall. Super geile Aktion. Von Urbex Inc. Ja, wir haben heute ordentlich was abgerissen. Kilometer, Lost Places und Zeit. Es wird langsam dunkel. Wir werden uns jetzt nach Hause begeben. Ja. War trotzdem ein cooler Lost Place, fand ich. Hammer. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.